Es gibt so Filme, wo einfach alles von Anfang an stimmt. Und das Wichtigste ist, dass der Auftraggeber, in dem Fall das Haus der Bayerischen Geschichte, einem vertraut. Blind vertraut, verlange ich jetzt mal. Also nicht irgendwelche Vorgespräche und Papers und Mentoring-Sitzungen und so, sondern einfach macht es. Und nachher kann man drüber reden, nachher kann man auch einen Film noch ändern. Was in dem Fall jetzt zum Glück nicht passiert ist. Und also ich war kurz, ich hatte gemeint, ich sollte mich kurz vorstellen. Ich war 37 Jahre lang beim Bayerischen Fernsehen, habe dort Kulturberichte gemacht und für den Hessischen Rundfunk, TTT und sowas. Und dann wollte ich Rentner werden und dann kam es zu einer Zusammenarbeit mit dem Haus der Bayerischen Geschichte. Und da fühle ich mich sehr wohl wegen dieses Vertrauens. Und ja, es ist einfach eine gute Stimmung da, was bei manchen Sendern nicht so ganz der Fall ist. Wissen Sie, wer Bella ist? Stefan, wer ist Bella? Bella B., oder die Ärzte. Viel schlimmer. Die Bild-Zeitung hat das am 16. April verraten. Bella ist Kellnerin. Und wie Bild untertitelt, Roboter-Kellnerin bringt jetzt das Bier. Aus dem Artikel geht dann allerdings hervor, dass Bella im Donisel Bier noch nicht bringen darf, weil das Kreisverwaltungsreferat befürchtet, dass Gäste von Bella ins Bier spucken oder gar, so Bild, gefährliche Substanzen reinmischen. Und das im Donisel, einem Traditionswirtshaus in München. Stefan, willst du von Bella bedient werden? Bin ich lustigerweise vor einer Woche. Wir waren in Wörth am Main und da, genau, so ganz eine verschlafene Ortschaft. Haben da ein schönes Konzert machen dürfen wir und ich habe gesagt, ja, zum Frühstück können wir in ein kleines türkisches Restaurant gehen. Dann haben wir da hingegangen und es war wirklich sehr verschlafene Ortschaft. So, und da reingegangen und da war das eine wirklich super, super schöne, charmante, nette Wirtschaft, wo wirklich drei Frauen gekocht haben und so richtig schönes, gutes türkisches Frühstück gemacht haben. Und ich war begeistert, war fantastisch. Aber es ist also ein Roboter mal angefahren. Der war aber wichtig und der hat auch absolut Sinn gemacht, weil die Kellner waren auch da und Kellnerinnen, aber die haben mit den Gästen so verreden müssen, wirklich, weil das so dazugehört, einfach bei einem türkischen Lohn. Also die haben teilweise dreiviertel Stunde mit den Gästen reden müssen und dann ist das vorgefahren, hat das einen Tee gebracht und hat das Tee untergegangen und hat wieder weiter geredet. Also da hat das echt Sinn gemacht und hat ehrlich gesagt gar nicht gestört in dem Kontext drin. Aber es war das erste Mal, dass ich so einen Roboter gesehen habe. Wie hat denn der ausgeschaut? Denn Bella ist also, sie ist Chinesin und Bella ist für China eigentlich als Panda konzipiert. Aber weil man in Deutschland weiß, dass die Menschen die Kätzchen so gern mögen, hat man Bella so Kätzchenohren gemacht an dem Roboter. Also ist so ein Gerät mit Kätzchenohren, ich glaube den Artikel in der Bild-Zeitung, deswegen fast vom Fahrrad kam, die ich auch am Kasten bei der Bild-Zeitung gesehen habe, dass Bella uns künftig bedienen wird. Freundlich kann man. Wie sehen Sie die Zukunft der Chinesin Bella, der Roboter-Kellner in einem bayerischen Wirtshaus? Also als ich jetzt den Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, da ist sehr viel Nostalgie, ja. Und wahnsinnig viel, ja, wie schön war das früher. Ich glaube, dass sich die Zeiten immer verändert haben. Wir werden das nicht zurückdrehen. Und ich bin jetzt nicht so derjenige, der jetzt in Nostalgie versinkt, auch wenn das natürlich alles schön ist. Aber die Jetztzeit ist auch schön. Und es gibt wahnsinnig viele Wirtshäuser, die auch gut funktionieren. Es ist immer eine Frage des Gesamtkonzepts. So wie du jetzt gesagt hast, ja, wenn da jetzt ein Wirtshaus ist, wo die Stimmung stimmt und wo das Angebot stimmt und wenn da noch so ein Roboter rumfährt, das ist unsere Zeit. Ja. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich möchte jetzt nicht unbedingt von einem Roboter bedient werden, weil ich glaube, dass das am Thema Wirtshaus vorbeigeht. Aber wenn das als Hilfsgerät eingesetzt wird, ja, der von mir aus den, der sonst hin und her rennen muss, ersetzt, warum nicht? Ich glaube schon, dass wir uns darauf besinnen müssen, was ist heute wichtig, um ein Mittelpunkt für Menschen zu sein. Ich glaube, darum, das ist das Thema Wirtshaus. Und wichtig ist die Wirtshausmusik nach wie vor, gell? Absolut. Also ich habe den Film total schick gefunden. Ich bin Nostalgiker, ich liebe das. Ich wohne in einem alten Bauernhaus, das 200 Jahre alt ist. Also ich liebe alles, was da drin ist, weil ich einfach finde, dass früher die Sachen einfach auch viel sinnvoller und wertiger gebaut worden haben für längere Zeit. Und das finde ich schön. Wenn ich was anschaue und ich muss irgendwas ausbessern und dann schaue ich mir, ob ich das jetzt ausbessern. Und dann brauche ich ewig lang, bis ich herausgefunden habe, für so ganz normaler Tierstock, was die da verschachtelt haben, wie das da wieder angesägt ist, wie das gemacht ist. Ich finde das total schön, deswegen finde ich auch den Film total wahnsinnig schön. Was noch ein bisschen abgeht ist, finde ich, dass wir ein bisschen dazugekommen ist, vielleicht auch die letzten 60 Jahre, was vielleicht dazu geführt hat, finde ich ein bisschen. Und da spielen, glaube ich, schon viele Faktoren zusammen, die wir selber, glaube ich, auch verschuldet haben. Also, dass wir lieber daheim sind, in der Doppelhaushälfte und da wir nicht mengen, dass der Nachbar bei uns
vielleicht 1 cm einen Rasen mitmacht oder dass das nicht okay ist, dass man mit dem Schnee mal einfach umschert, mal vielleicht für 2 cm, sondern dass das eigene selber in sein Event und der Nachbarn nicht mehr kennen, einfach so wichtig geworden ist für uns so und nicht das Miteinander mal ein Straßenfest machen, miteinander sich einen Rasenmäher teilen, sondern dass das, das glaube ich, spielt da schon brutal mit ein. Dass das also gewohnt ist, dass die Wirtschaft dann gesagt hat, ja, eigentlich ist die Wirtschaft doch gut, es gibt ein gutes Essen, wir haben ein gutes Angebot, aber die Leute gehen einfach nicht mehr so gern zu was und sind lieber daheim. Das ist das eine. Mhm. Das zweite finde ich, dass die Jugendkultur gerade, wo wir uns so bewegen, die ist fantastisch. Ob das jetzt Maler sind, das Künstlerinnen und Künstler sind, die irgendwas machen. Also ich habe neulich mal nachgefragt, bei den ganzen Regierungsbezirke, die haben alle Papierauftragten, der leider noch nicht überall aufgestellt ist, sondern die müssen es teilweise noch als Hobby machen, was ein Wahnsinn ist. Also, und dann habe ich gesagt, ja, wie viele Musikgruppen habt ihr so in Bayern, die ihr so betreut? Und ich bin halt ausgegangen, vielleicht so 200, 300 war halt voll cool in Bayern, wenn es das geben würde. Dann haben die gesagt, das ist viel zu wenig. Das sind 800, die wir jetzt da mal auf der Liste haben, die gerade aktiv Musik machen. Das Angebot war da. Ich glaube, wenn man die Plätze erkriegt und auch das Vertrauen kriegt, in mehr wird es also auch Musik, Kultur zu machen. Ja. Dann, ich glaube, die Jugend, wie es jetzt gerade, wo ein bisschen, glaube ich, ausgeklammert worden ist, die jetzt gerade auch viel im Bauwagen ist, und aber auch früh in Wirtshäuser stattfindet, die war bereit, und ich glaube, dass da schon jetzt eine Möglichkeit gibt und also so einen Auftritt gibt, auch in die, besonders in die Ortschaften, die auch für die Städte jetzt wieder ganz früh Zulauf kriegen, dass man da wieder einfach so einen Platz schafft, der wichtig ist für die Ortsgemeinschaft. Da brauchst du aber auch Nachbarn, die das mitmachen. Absolut. Ja. Das ist eigentlich das größte Problem. Ich habe mir das gedacht bei dem Wirtshaus, wo der Künstler da ist. Genau, übrigens, und ich habe mir gedacht, da ist daneben direkt ein Wohnhaus. Und ich dachte, mal schön mal fragen, wie lange der den Biergarten betreibt. Ja, weil direkt daneben in dem Grundstück ist ein Wohnhaus. Das ist eigentlich unmöglich, ja, nach unserer Gesetzgebung. Das muss weg, da haben Sie völlig recht. Das Wohnhaus muss weg. Richard, Frage eines Nostalgikers. Was ist aus historischer Sicht betrachtet ein Wirtshaus? Was versteht man darunter? Gegensatz zu Batzen. Ich darf vorher noch gerne 2 Sätze sagen zum Gesamtkonzept von unserer Ausstellung, weil da ist ja der Film ein Teil von 3 sozusagen. Vom Film her wollte man, dass der Michael Bauer in seiner unnachahmlichen Art wirklich einmal in die Leute eindringt, die er so Wirtschaft geführt haben und wie das war und so weiter und in die Dörfer geht. In der Ausstellung selber haben wir natürlich diese Faktoren drin. Das ist, muss man in den gesamtgesellschaftlichen Trend einordnen. Es sind ja nicht nur die Wirtshäuser, die es so zusammentrifft, es sind ja die Vereine auch, es sind jetzt sogar die großen Volksparteien, also diese, wenn man sagt, groß, diese konservativen Einheiten, die sind in der Krise. Das haben wir dort alles drin verortet. Unsere Ausstellung hat der Ministerpräsident eröffnet, den haben wir vielleicht an dem Eck ein bisschen großzügig vorbeigeführt, aber es ist also alles da. Und der dritte Teil, da spielt sich ja dann auch auf, ist eigentlich, dass man sagt, was die Wirtshauskultur heute noch für Möglichkeiten hat und wie lebendig das ist, gerade für die Jungen. Wir haben ein Eröffnungsfest gehabt und am 28. Mai, glaube ich, kennt ihr und viele andere. Da gibt es den Poetry Slam und so, ein Festival, was der Originalton Süd, wo man quasi da auch noch mehr rausgeht. Das ist dadurch entstanden, weil wir in Rengsburg halt da diese tollen Möglichkeiten haben, dass wir das Museumsufer haben, dass wir aber auch was kreieren müssen, was ein wenig von den Landesausstellungen weggeht. Also das gibt es da nur, das ist die Hälfte der Landesausstellung, die gezeigt wird. Dafür gibt es aber den Film, der läuft. Und diese, das ist die Hälfte vom Saal und der hat 500 Plätze und da sind halt dann auch da drin dann Veranstaltungen. Also das ist für uns eine Einheit, das gehört alles dazu. Zur historischen Sicht, Michael, ist das natürlich total vielschichtig und der Begriff Wirtshaus, glaube ich, auch eine relativ jüngere Sache, das müsste man sich noch mal anschauen. Also wenn man in die Quellen reinschaut, gibt es Gasthäuser, ist das dominierende, wenigstens in die bayerischen, und da gibt es eine ganz große Vielfalt. Ich habe das einmal selber untersucht anhand der Passauer Altstadt. Da gibt es gar kein Wirtshaus mehr heute. Der Felsenkeller, die der Ingram Greipel privat sozusagen in einer Privatinitiative wenigstens jetzt herkriegt hat und zugänglich gehalten hat, da hat es einmal 100 Wirtshäuser gegeben. Also, oder 100 Gasthäuser. Und unter diese 100 Gasthäuser waren Weinschenken. Also, das war ganz extra. Weil es hat wieder mit der Steuer zum Tag gehabt, weil vom Wein hat der Fürstbischof mehr gekriegt wie vom Bier.
dann hat es Bierschenken gegeben, dann hat es Herbergen in dem Sinn gegeben, dass die da geschlafen haben da drin, und dann hat es die Gastisch gegeben im Sinn, dass da gegessen worden ist. Also das war eine sehr vielschichtige Sache. Und natürlich ist ja schon angelangen, die Wirtschaften haben im Laufe der Geschichte auch immer wieder mal auf und ab gehabt und haben sich der Gesellschaft, ja, was jetzt uns so los war, anpassen müssen. Wir haben in München das Sonderphänomen dieser Bierpaläste, wo es also wirklich gigantisch ist, wenn man das bedenkt, dass da 30 so Bierpaläste geben mit 50.000 Plätzen. Also das war sozusagen ein ewiges Oktoberfest, da hat man das Oktoberfest gar nicht mehr braucht, das war immer. Und das ist im Ersten Weltkrieg absolut runtergerutscht, weil man halt, mei, da ist ja die Lust am Massen besäuft, ist natürlich vergangen, eh klar. Und dann nach dem Krieg mit den Wirtschaftskrisen ist da auch weg gewesen, deswegen haben sie die runterentwickelt. Bis auf, mei, was gibt es heute noch als Hofbräuhaus? Augustiner in der Sendlinger Straße, Löwenbräukeller am Stiegelmeierplatz, das glaube ich war es dann schon. Daneben ist aber jetzt sogar im Anfang vom 20. Jahrhundert für diese kleineren Wirtschaften tatsächlich wieder ein Aufschwung gekommen, den man feststellen kann, bis dann der Zweite Weltkrieg kommt, wo es dann also auf Null runtergeht, eigentlich zeitweise, die Wirtschaften hat es schon gegeben, aber Mais war gar nicht mehr da. Und dann gibt es nach dem Krieg den Aufschwung und da geht es dann relativ im Zickzack dahin. Es kommen natürlich Italiener, Griechen, es kommen für die großen Bierlokale kommen die Einkaufspassagen, weil wer mag schon jeden Tag einen Schweinsbraten essen, gell? Also die Vielfalt hat halt einfach zugenommen. Was man halt jetzt schon sieht, die letzten 20 Jahre ist der Abwärtstrend, ja, der ist da, der geht da durch, betrifft nicht nur die Wirtschaften, betrifft die kleinen Bäcker, betrifft die kleinen Metzger. Die Hälfte ist weggebrochen in den letzten 20 Jahren und das ordnet sich halt da so ein. Wir haben in unserer Ausstellung drin, begegnet man dem, dass du am Schluss wirst halt auch mit einem Roboter, aber mei, liegt im Trend, wirst befragt und wird halt deine eigene Rolle an diesem Wirtshaussterben oder an der Entwicklung hinterfragt, ob du wirklich einen Wirt hast, der dich als Stammgast bezeichnet, wie oft das da hingeht und so weiter. Und da kommt halt am Schluss ein Ergebnis raus, ist aber eigentlich wurscht, weil man halt eigentlich sagt, ja, das kann man jetzt nicht alles der Politik in die Schuhe schirmen. Manches natürlich schon mit den Umgehungsstraßen und so weiter, was aber auch Trend war natürlich. Aber wir sind da alle mit dabei und machen wir da alle mit. Und es ist nicht auch alles so schlecht an dem, was so abläuft. Princess Kammer, was hätten Sie am Schluss der Ausstellung diesem Roboter, dem Computer geantwortet? Ob ich Stammgast bin oder nicht? Ja, wo? Den würde schon interessieren. Nein, also ich meine, unsere Familie ist seit 200 Jahren in Aigen und betreibt immer schon ein Wirtshaus und eine Brauerei. Wir haben, als die Brauerei geschwächelt hat, da waren ja irgendwann nur noch norddeutsche Pilzbiere toll. Und da war gar nicht sicher, ob eine regionale Brauerei überhaupt überleben kann. Und dann haben wir eben verstärkt die Gastronomie nochmal ausgebaut, weil wir gesagt haben, das geht immer. Ja. Ein Wirtshaus, ein gut geführtes Wirtshaus, und das ist meine tiefste Überzeugung, geht immer. Ganz egal, wie du das ausrichtest, wenn das Gesamtkonstrukt zusammenstimmt, dann funktioniert das immer. Mittlerweile geht es der Brauerei wieder gut, weil die Menschen verstanden haben, dass regionale Produkte einfach auch die bessere Wahl sind. Und das Wirtshaus geht trotzdem gut. Also ich bin immer positiv unterwegs, ja. Und ich weiß, dass wenn ein Mensch mit vollem Verstand und vollem Herzen etwas betreibt, vor allem auch Verstand, dann funktioniert das auch. Wir haben halt in der Gastronomie das Problem, dass wir keine Einstiegsqualifikation haben. Also das ist nicht wie bei den Handwerkern, ja, wo es der Meister sein muss, sondern... Wie beim Journalismus. Keine Einstiegsvoraussetzung. Ich kenne das. Naja, du musst eigentlich nur diesen einen Tag da bei der IHK machen und dann kannst du ein Wirtshaus aufmachen.
das ist nicht gerade förderlich, muss man jetzt ehrlich sagen. Darum machen auch viel wieder zu und wieder auf und wieder zu. Wir würden uns wünschen, dass da eine höhere Anforderung gestellt wird. Aber an sich, ich kenne so viele Wirtshäuser, die gut funktionieren und gerade mit der Musi, das funktioniert hervorragend. Aber wo wir wirklich leiden, das sind diese wahnsinnigen Vorschriften. Und die, also wenn Sie sagen, Sie haben im Dorf ein Wirtshaus, geht ja heute fast überhaupt nicht mehr, weil Sie haben ein Problem mit parkenden Autos, Sie haben ein Problem mit Lärmentwicklung, Sie müssen das Anliefern der Ware irgendwie sicherstellen und überall haben Sie immer nur Schwierigkeiten. Ja, immer nur Schwierigkeiten. Was würden Sie dem Roboter am Ende der Ausstellung sagen, was die Zukunft des Wirtshauses betrifft, beziehungsweise zunächst mal die Ursachen für das Wirtshaus sterben? Also sehr viele Vorschriften, sicherlich auch Personalmangel. Worin sehen Sie noch die Gründe für das Wirtshaus sterben in den letzten 20 Jahren? Also in dem das Betreiben eines Wirtshauses, das hat der Wirt ja auch sehr gut gesagt, immer komplizierter geworden ist. Man braucht sehr viel Zeit für den ganzen Bürokratieaufwand. Es sind sehr viele andere Verlockungen für Menschen entstanden, ja, die verreisen, fahren ständig irgendwie fort. Wobei, wenn sie wegfahren, erwarten sie auch, dass da ein Wirtshaus ist, wo es eigentlich hingeht. Aber der Fernseher, das Internet, es gibt so viel Abwechslung und auch so viele Möglichkeiten, Informationen auszutauschen. Das, was ein Wirtshaus ja früher so interessant gemacht hat, ist, dass man sich da drauf hat. Ja, da hat man mal was gefragt. Das ist jetzt allerdings bei Corona schon wieder gekommen, dass die Leute schon gemerkt haben, dass wenn sie überhaupt nicht mehr zusammenkommen, dann kriegen Sie halt die örtlichen Nachrichten auch nicht so mit. Ja. Genau. Ist der Gast vielleicht oder die Gästin, wie man es gegendert sagen würde, ist der vielleicht auch zu anspruchsvoll geworden? Erwarten wir uns im Wirtshaus zu viel an Auswahl, an Möglichkeiten? Nein, finde ich nicht. Also ich glaube, dass die Gäste wollen gerne einen Wirt erleben oder eine Bedienung erleben, wo sie merken, dass sie willkommen sind. Und das ist ja manchmal schon eine Herausforderung. Das stimmt. In München ganz besonders. Und dann muss das Angebot stimmen. Ja. Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Ich sage ja, das ist ein Wirtshaus, müssen die Zahnräder alle richtig ineinander greifen. Es muss das Angebot zusammenstimmen mit der Preis, mit der Preisgestaltung, mit dem Ambiente. Das muss alles zusammenpassen. Und wenn das harmonisch zusammenpasst, funktioniert das Wirtshaus auch. Ganz egal, wo sie es ansiedeln. Ja, das kann ganz was Elitäres sein oder es kann einfach ein ganz normales Wirtshaus sein. Wenn Sie in ein Wirtshaus gehen und da kriegen Sie ordentliche Würstel und irgendwas ganz Normales, ein gutes Brot, eine gute Brotzeit, aber wirklich eine gute von einem Metzger direkt da, und dann fühlen sich die Leute total wohl. Ja, und die funktionieren auch alle. Was nicht funktioniert, ist, wenn Sie eben das versuchen zu mischen irgendwie, ja, von dem ein bisschen und dann ein bisschen noch was asiatisch rein und dann der so das ein bisschen und so. Das funktioniert nicht, weil die Leute dann die ihre Erwartung nicht erfüllt bekommen. Ja. Wenn ich in ein Dorfwirtshaus gehe, dann erwarte ich halt, dass da etwas Bodenständiges ist. Und das lieben die Leute. Es ist nicht so, dass die bayerische Küche da verloren ist. Ganz im Gegenteil. Ich erlebe nur, dass die bayerische Küche sehr erfolgreich ist, da wo sie anständig gemacht wird. Wie sieht es mit dem Trend zum Fastfood aus? Und welchen Einfluss hat denn diese Bereitschaft oder der Wille, dass man sich Essen kommen lässt, diese Lieferdienste? Gibt es da Zahlen? Ist das sehr im Kommen? Ist das Fastfood-Lokal eher als Familienausflugsziel eher im Schwinden? Also ich glaube, alles zu seiner Zeit. Also es gibt auch Zeit, wo es pressiert und dann lässt man sich mal was kommen. Aber in der Regel, wenn ich in ein Wirtshaus gehe, möchte ich ja mehr wie die reine Nahrungsaufnahme. Ich habe ja dann auch das Gefühl, ich möchte gerne in einer schönen Atmosphäre sein oder in einer bestimmten Atmosphäre sein. Ich mag gerne mehr an einen Tisch hocken, wo ich andere Leute triff. Ich mag vielleicht ein bisschen Musi haben. Ich mag einen Ausflug haben, wo ich ein Ziel habe. Es gibt auch Momente, wo ich sage, ich brauche jetzt eigentlich nur schnell was zum Essen und dann lasse ich mir was kommen. Die Vielfalt ist ja heute so da, ja. Das hat es früher ja gar nicht gegeben. Aber das Angebot ist da und das wird auch genutzt. Also ich glaube aber, dass das Wirtshaus darunter jetzt nicht unbedingt leidet. Stefan, warum kränkeln Bayerns Wirtshäuser lang? Worin siehst du die Ursachen? Also was ist super schön, ich habe den Film total schön gefunden und besonders schön eben die Ortschaften, die halt nicht in die starken Regionen sind, sondern die in eine kleine Ortschaft sind, wo du eigentlich nicht hinkommst. Oft auch in ganz strukturschwache Regionen. Okay. Und das ist bei der Tour immer hinfahren und hinkommen, das sind eigentlich immer die schönsten Überraschungen. Mhm. Auch die schönsten Wirtshäuser, wenn sie sind. Also kommst rein, dann steht vielleicht einer hinter der Schank wirklich noch, wie du es kennst, oben so das ganze
Leichtschrift haben und irgendwas drauf. Das hat ja alles einfach bereit, aber heute jetzt zu viert, der hat bloß nur zwei Schweinsbraten, mehr hat er jetzt nicht da. Also wunderbar, bringen wir uns die zwei Schweinsbraten und vielleicht noch, wenn du das Himmel dazu hast. Und ein Papier und alles ist wunderbar. Und das sind die Momente, die vergisst man einfach nicht. Und deswegen ist, wie wir da mal anfahren und die ganzen kleinen Wirtshäuser sehen, dann hat das für uns nicht das Gefühl, dass das so kränkelt und schwächelt, sondern es ist eigentlich total schön, dass es da ist. Also die da sind, die sind fantastisch. Ich glaube, die brauchen einfach, wenn die eh schon so den Mut haben, dass sie es noch machen, die brauchen einfach den Rückenwind, damit es, wie gesagt, irgendwie ein bisschen leichter macht, wenn man sagt, hey, es ist jetzt die Zeit, dass auch die jungen Leute das übernehmen können und vielleicht die ersten 3-4 Jahre mal so eine entspanntere Lösung kriegen, wie sie das betreiben können. Und dann müssen sie schauen, ob es einwachsen, ob das ein Leben ist. Weil wir bei Musikern das selbst stetigen sagen, du musst das mögen, dass du nie daheim bist. Das ist so. Wenn jetzt jemand sagt, hey, du darfst jetzt 2 Jahre auf Welttour gehen, also wann fahren wir los? Los geht's. Und so muss ein Wirt das auch, glaube ich, machen, der sagt, hey, wenn ich das mache, dann ist das so. Und dann muss ich das Leben lieben und aufsaugen. Genau. Und ich glaube, es gab auch viele Leute, die das gerne machen dann. Und es gibt ja so viele Wirtschaften, wir haben im Film auch total. Also, ich liebe das, so 2-3 Häuser und eine Wirtschaft dazwischen, bin ich schon drin. Also, es gibt nichts Schönes. Und die müssen wir, glaube ich, einfach nur supporten. Ich glaube, so das mit dem Sterben. Ich glaube, das war da. Ich glaube, die Gebäude haben auch noch da. Die Leute waren da, die das machen. Aber die Regeln müssen wir ein bisschen verändern. Vielleicht Frage, die ich natürlich an die Präsidentin nicht stellen möchte, aber wie schaut es bei euch auf Tournee aus, wenn ihr in Orte kommt wie Oberammergau, Berchtesgaden, Lindau? Wir haben beim Bayerischen Rundfunk auf den Drehtouren die Erfahrung gemacht, es ist schrecklich. Es ist ganz schrecklich. Dort, wo Touristen sind, ist die Qualität der Gastronomie wesentlich schwächer und die Überraschung macht man auf dem Land. Seht ihr es ähnlich? Ähnliche Erfahrungen machen. Ja, wir haben das Glück, dass immer, wenn wir an Spielorte kommen, haben das meistens auch Leute, die halt gerne eine Musikshow irgendwie in irgendeiner Art weiter treiben. Deswegen kennt da auch irgendjemand, der dann auch eine gute Wirtssituation kennt. So. Also insofern so blind einfach in eine Ortschaft reingehen und schauen, hey, was passiert da? Das passiert uns eher selten. Auch im Ausland, wir kommen irgendwo hin und dann nimmt uns der Veranstalter bei der Hand und sagt, schau mal hier, jetzt gehen wir schnell zu dem Sushi-Laden, weil da ist total besonders schön. Und deswegen haben wir das eigentlich nicht so. Und ich finde auch, dass in die Städte, also so ganz persönlich für mich, ohne Tour und so, finde ich, dass das in den letzten Jahren viel, viel besser geworden ist. Also ich finde auch, dass die Kellnerinnen und Kellner einfach, finde ich, viel, viel schöner und freuen sich und sind glücklich. Oder zumindest hat man das Gefühl, so, ich fühle mich total wertgeschätzt in Bayern, wenn ich in ein Wirtshaus gehe und fühle mich wirklich sehr, sehr gut aufgekommen. Dettel und die Taz, was hat Yoga mit dem Hofbräuhaus zu tun? Die Frage muss ich halt zwangsmäßig. Ja, eigentlich ziemlich viel. Also das Hofbräuhaus, ich habe selber in der Studentenzeit da 4 Jahre spielen dürfen, Musik machen dürfen. Und von außen betrachtet ist das Hofbräuhaus ja immer so, ja, da gehen wir uns rein und dann trinken wir uns ganz viel Bier, dann stehen wir uns auf den Biertisch oben und gehen total besoffen raus. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. So. Also ich habe da so viele Menschen kennengelernt, ob das ein Trompetenprofessor aus San Francisco war, ob das ein Musikant, der in der Olympiade gespielt hat und gesagt hat, ob ich aufs Konzert kommen möchte. Er ist von Gwen Stefani, der Liedtrompeter. Also da gingen wirklich, wenn du da Musik spielst, gingen da so in 10 Minuten geht die ganze Welt vorbei. Und durch die Tischsituation, die wir so haben, wo meistens dann 2-3 Leute sitzen sie Menschen dazu und kommen sofort ins Gespräch. Und das finde ich wahnsinnig schön. Also für mich ist das Hofbräuhaus ein totaler internationaler Platz. Wenn ich jetzt in München bin und habe Lust, mich mit Leuten zu unterhalten, von Leuten was zum Lernen, dann ist das Hofbräuhaus kein abwegiger Platz, da man hingeht. Also Museum kann man auch machen, aber Hofbräuhaus geht da doch vielleicht. Und das ist der einzige Ort, der mir einfällt, wo das wirklich völlig funktioniert, dass sehr viele Touristen da sind und man trotzdem hervorragend essen kann. Und auf Yoga zurückzukommen. Ja, aber das ist wichtig. So, weil, Yoga, glaube ich, geht es darum, dass, also wenn ich Yoga richtig verstanden habe, ist, dass man halt ein Körpergefühl hat und einen geistigen Zustand erreichen kann mit Übungen und mit ein bisschen Meditation und mit einfach so einem Gesamtgefühl, dass man sich einfach wohlfühlt, dass man etwas dazu tut, dass man einfach eine schönere Zeit hat mit sich und seinem Körper. Und dieses Hobby zum Beispiel, wenn ich im Biergarten sitze und ein Weißbier trinke. Eine gute Yoga-Übung. Ja, aber der eine macht den Hund, der andere trinkt ein Weißbier. Aber gar nicht blöd kriegt so, weil das weißt du ja, dass ich einfach ganz bewusst jetzt bei dir bist. Und da ich halt vielleicht danach dann noch spazieren gehe oder sowas. Oder vielleicht, ich mache ja auch Yoga-Übungen, das müssen wir für das Training natürlich auch machen. Und deswegen hat sich das Hofbräuhaus da total angeboten und das war total schön. Also man hat zwar unten schon ein bisschen das ganze Biergrägel gehört und so, aber die Leute waren oben und haben einfach die ganze Energie. Und der Saal oben ist wirklich wahnsinnig schön und haben die ganze Energie da aufgesaugt. Und das war eine total schöne Yoga-Session. Ja. Und geben jungen Musikern auch die Chance, nicht mit jedem ersten Montag im Monat. Richard, wie schaut das Wirtshaus aus? Ich habe einen Paul gefragt, ich möchte dich fragen. Das Wirtshaus, in dem du dich wohlfühlst.
Das muss auch für bestimmte Szenarien passen. Wenn ich ins Wirtshaus gehe, dann offen mit meiner Frau zum Essen und dann schaut sie sich aber genau vorher an, ist Hühnerfrikassee das einzige vegetarische Gericht oder gibt es noch was anderes? Also schau ein bisschen eine Auswahl halt. Wann gehe ich sonst ins Wirtshaus zum Mittagessen mit meinen Kollegen? Da muss einfach mal was Gescheites zum Essen geben, wo es auch schnell geht. Und das Dritte ist für mich sehr wichtig, weil ich alter Schafkopfer bin und ich gehe da mit meinen Spätzeln einmal alle zwei Wochen zum Schafkopfer und da muss ich eine gewisse Offenheit gegenüber dem Kartenspiel spüren, was ja auch ein wenig ein Theater ist natürlich, gell, Schafkopfer ohne Theater ist also völlig undenkbar und die Offenheit muss da sein. Das waren jetzt meine drei persönlichen Szenarien, die ich hätte. Frau Inselkammer, Sie sind auch viel unterwegs, wenn Sie nicht den Eigen essen. Was erwarten Sie sich von Fremdwirtshäusern? Ja, dass sie stimmig sind. Also wenn ich reingehe, dass ich weiß, wo ich reingehe. Ja. Dass ich das spüre und dass ich das kriege, was ich erwarte. Das ist das, was ich, was glaube ich, der Erfolg ist. Was mir ganz, ganz wichtig ist, und das müssen wir auch wirklich betonen, das ist, ich habe da gedacht, wie der Künstler in Triftern diese Wirtschaft und in voller Euphorie sagt, ja, da riecht er wieder ein Zoll her und so weiter. Da habe ich gedacht, wie ich die Bilder gesehen habe, der hat keinen Brandschutzgedanken, keinen Statikgedanken. Das mochte ich an ihm. Für ein öffentlich genutztes Gebäude. Also ich habe sehr viele denkmalgeschützte Gebäude in ein wiederhergestellt. Ich weiß, wie brutal das ist. Und das verdirbt einem eigentlich auch die Vielleicht Leute. In der Gegend vom Pfarrkirchen ein bisschen einfacher. Er kriegt EU-Geld, das heißt, er hat das alles durch. Er hat die Statiker, die Planer. Also er stößt entweder noch drauf oder er hat es jetzt schon geschafft, es zu umgehen. Ja, wenn er dann genug Fördergelder kriegt, weil es ist nämlich wahnsinnig teuer. Also wir haben unser altes Wirtshaus in Eigen, war zwischendrin Familienhaus und das habe ich dann wieder zum Wirtshaus gemacht. Und da wird es also praktisch von einem privat genutzten Gebäude in ein öffentlich genutztes Gebäude. Da holt sich der Teufel gern weiß, ehrlich. Das ist. Wir müssen schnell eine Lanze für Denkmalpflege bringen. Also Sie haben schon recht. Aber es ist stark referentenabhängig, gerade beim Landesamt für Denkmalpflege. Und ich kenne den Referenten zufällig für Rottal-Inn da unten und ich kann mir das vorstellen, dass der gnädiger ist wie ihr. Wenn der Körper Berg erzählt, diese grüne Farbe, die er so lobt, die ist hochgiftig. Ja. Das ist einer, in der viele Künstler und Pigmentmischer schon verstorben sind. Also. Nein, das ist aber etwas, wo einem einfach auch die Freude vergeht, ja. Wenn also eine neue Brandbeschau kommt und dann heißt es, das darfst du nicht mehr haben und alles, was wir für nostalgisch schön finden, ja, das darf alles nicht sein. Mhm. Es darf kein Holz mehr irgendwo sein, wo Lebensmittel sind und so weiter und so fort. Es ist alles Wahnsinn, ja. Mhm. Und das müssen wir einfach wieder auf ein normales Maß zurückdrehen, damit man auch wieder Freude hat, eben wirklich ein Wirtshaus so zu machen, dass die Menschen sich drin wohlfühlen und nicht, dass alles auch klinisch sauber abwischbar ist, ja, sondern dass man sich... Das ist resopal. Ja, genau. Wir haben übrigens eine ganz tolle Dokumentation in der Ausstellung, wo zwei Journalisten Anfang von den 70er Jahren, ich glaube, da ist es der Landkreis Dingolfing-Landau, unterwegs waren und wo die dann noch so eine stichpunktartige Tabelle aufgeschrieben haben, was haben wir jetzt vorgefunden in dem Wirtshaus und wie schaut das aus? Also das ist dann schon so, wo man sich denkt, naja, also in jedes von diesen aufgeführten Wirtshäusern möchte ich jetzt auch nicht unbedingt eingehen. Das ist ein tolles Beispiel, dieses Buch, das hat mir mal ein Wirt gegeben und hat gesagt, das sollen wir uns mal anschauen. Und wenn Sie das sehen, also darum bin ich also nicht immer nur nostalgisch unterwegs, weil das Nostalgische, haben Sie uns. Was wir im Kopf haben, das ist natürlich viel mit Holz und alles so schön, aber die Wirtshäuser, die da abgebildet sind, da denke ich mal, da war die Hälfte noch mit Donnerbalken unterwegs, ja, also und keinerlei befestigte Straßen und so weiter, also das ist alles, das darf man nicht idealisieren, man muss, man muss nicht immer nur sagen, es war alles so toll. Ich glaube, dass wir heute, wenn junge Menschen sich dran machen, ein Wirtshaus aufzumachen, dann sollten sie vor allem rechnen können, das ist wichtig. Mhm. Sie müssen überzeugte Gastgeber sein, sie müssen Menschen mögen, wie du sagst, sie müssen eine Freude an ihrer Arbeit haben und nicht immer sagen, jetzt ist vorbei, Gäste raus, weil meine Arbeitszeit ist vorbei. Und diese Gastfreundschaft, das ist das Allerwesentliche. Ah, vielleicht bleiben wir bei den riesengroßen Skihütten dann auch, also die Monster riesengroßen Hotels, die sind ja, vielleicht bleiben wir da wieder in Donnerbalken.
Balkon. Das ist so schick, Wahnsinn. Wir haben sogar sowas gemacht. Also, das vielleicht gar nicht schon dann. Eine Anekdote noch am Rande zu dem, was Frau Inselkammer gesagt hat. Wir haben in unserer Ausstellung ein großes Kunstwerk, wo sich der Künstler vorgestellt hat, jetzt explodiert er so, wie jetzt also, es kommt da alles entgegen dann. Und da hat er halt drunter gehängt, ein Notausgangsschild. Und wir müssen ja bei diesen Ausstellungen, gibt es immer eine Begehung vorher, wo der Brandschutzexperte dabei ist, der Sicherheitsexperte und so weiter. Und dann hat scherzeshalber hat einer von meinen Technikern, der hat dann gesagt, weil er gesagt hat, ja, also stimmt das mit der Notausgangbeschilderung, haben wir alles da. Und dann hat einer von meinen Technikern gesagt, naja, wenn er eins fällt, da drin war auch noch eins. Und dann ist die Truppe so angestellt und hat sich das so betrachtet und hat gesagt, das muss raus, das geht gar nicht. Also, das ist schon, wir haben ja schon gewisse Schwellen überschritten. Das muss man wirklich sagen. Ist es drin? Ja. Ich glaube, wir haben wirklich nicht gewusst, ob jetzt dieser Gaudi war, wo man das Herz gebohrt hat. Gell? Ja, das hat aber nicht mit der DIN-Norm entsprochen, darum war es ja wurscht wahrscheinlich. Weil ich selber, der hat nur ein Notausgangsschild, was der entsprechenden DIN-Norm entspricht. Sei es wie es sei, es hängt noch drin. Ich kenne Richard Leubel seit 1999, seit einer Ausstellung in Passau. Und da fand ich es damals unglaublich gut im Oberhausmuseum, wo er das Leben im Mittelalter dargestellt hat, dass man da vor lauter Rüstung, dass man da mit künstlichem Rauch arbeitet. Und wir haben das an und das ist, irgendwann ist er vorbeigekommen, hat uns gedankt, dass wir ihm jetzt gezeigt haben, dass die Rauchmelder an der Decke nicht funktionieren. Da wird so Kraut angezündet und man hat die Ritter und die Rüstung kaum mehr gesehen. Ich fand das wunderschön damals. Das ist so wie bei so einem Film, wenn man den öfter sieht, man würde ja immer was anders machen. Und ich glaube, ich würde jetzt weniger Text schreiben, noch weniger, weil vieles sich einfach selbst erklärt. Richard, letzte Frage. Wie siehst du die Zukunft? Du hast betont in dem Titel der Ausstellung Wirtshaus Leben, Ausrufezeichen. Mhm. Welche Chancen siehst du? Ich glaube, dass das auf alle Fälle weitergewährt. Es wird anders weitergehen, wahrscheinlich auch wie wir es uns heute vorstellen können. Ich bin ja ein alter Optimist, eher Optimist wie ein Nostalgiker. Und ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit, dass sich das wieder dreht, dass man wieder mehr an Gemeinschaft anstrebt und findet, wenn es gut macht ist. Und da gibt es, ich will jetzt auch nicht sagen, dass sich die Geschichte immer wieder mal wiederholt, aber es gibt vielleicht so ähnliche Beispiele. Es gibt immer Auf und Abs. Und also an mir soll es nicht liegen, dass das wieder so untergeht. Ja. Ich glaube, wir haben das von vielen Aspekten beleuchtet. Und ich möchte nur ergänzend zum Film sagen, da danke ich Dr. Nadler vom Haus der Bayerischen Geschichte, der Schankkellner am Anfang. Und die Kellnerin, das ist Richard Süßmeier und seine Mutter, 1959. Das ist also wirklich kurios, dass Dr. Nadler vom Haus der Bayerischen Geschichte entdeckt hat. Und dann ist natürlich im Fraunhofer, da war nur die Passage, ist eh viel zu kurz, da waren nur Fredel Fesel drin und Rudi Zapf. Das vor so 30, 40 Jahren. Das nur zur Ergänzung noch. Und die Kegelbahn, die war in eigen. Den Ausschnitt, den brauche ich, weil den kenne ich nicht. Das ist eine rechte Frage. Haben Sie eine Kulturpartnerschaft mit dem Bayerischen Fernsehen? Ja, ja. Selbst dann hilft sie. Schauen wir mal. Ahnlich. Aber Sie haben da, glaube ich, einen guten Draht, der nicht jedem offen steht. Ganz herzlichen Dank. Ja, zum Schluss müssen wir eigentlich noch sagen, einen Aufruf dahin zu gehen und sich das anzuschauen, weil es nämlich wirklich sehenswert ist. Und wir bedanken uns ganz herzlich beim Haus der Bayerischen Geschichte, dass Sie das Thema aufgenommen haben und dass Sie das auch so toll aufbereitet haben. Wir wünschen uns ja immer noch eine Landesausstellung, aber mal schauen, was alles wird, weil wir der Meinung sind, dass ein Wirtshaus einfach zentral wichtig ist für das Gemeinschaftsleben der Menschen. Und je bewusster wir das machen den Menschen, desto besser ist es, glaube ich, für beide. Dankeschön nochmal, Herr Löbel. Bitte schön, gern geschehen und schauen wir mal, was noch alles gibt. Auch von meiner Seite an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank dir, liebe Angela, Ihnen, lieber Herr Dr. Leubel, Herr Dr. Bauer, lieber Stefan. Aber gibt es denn noch von Ihrer Seite aus Fragen an die Anwesenden? Alles erledigt, gell? Da haben wir. Ja. Kann man den Film sehen? Also gibt es den Film nur in der Ausstellung oder ist er auch online irgendwo oder wird er irgendwann mal ausgestrahlt werden? Nein, den gibt es nur in der Ausstellung, weil er halt Teil ist dieses Gesamterlebnisses Wirtshaus-Ausstellung.
und für uns auch wichtig ist, muss ich sagen, weil sonst hätten wir irgendwas hernehmen können. Das ist auf uns schon abgestimmt. Und irgendwann später werden wir sicher mal, wir haben auf YouTube einen eigenen Bereich, wo wir unsere älteren Filme jetzt sagen, aber das machen wir immer erst nach der Ausstellung. Und wir arbeiten daran, dass er im BR ausgestrahlt wird. Bisher haben wir nur eine Ablehnung. Wir werden es schön, es ist ein kostenloses Angebot an den BR besteht. Von Dr. Leubel und. Das ist großartig. Vielleicht könnten Sie das mal schreiben, dass Sie sich wünschen, dass im BR der. Sie würden uns damit unterstützen. Kostenlos. Denn ich habe das Ganze, den Richard Süßmeier und so weiter, das ist ja alles Material vom BR, was wir auch in dem, vom, im Rahmen der Kulturpartnerschaft bekommen haben. Aber das, die Übernahme, wie gesagt, eine kostenlose Übernahme wurde abgelehnt. Ansonsten was zahlen? Ja, 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 ja,